Grüezi miteinander, das ist der Rasenreporter aus Würrelos. Heute mit einer Spezialsendung aus dem Furtal. Das hat einen speziellen Grund. Denn seit 100 Jahren hat es erst einmal gegeben, dass ein Zürcher aus dem Furtal, respektive aus dem Bezirk Dielsdorf, der höchste Zürcher geworden ist. Und heute, am 6. Mai 2024, wird das also zum zweiten Mal mit dem Jürg Sulzer aus unserem Nachbardorf, aus Ottelfingen, eben der SVP-Politiker. Und ihn, muss man gar nicht vorstellen, auch in Würrelos kennt man ihn gut. Er hat nebst dem, dass er bei uns geshootet hat, hat das Grümpi-OK geleitet vom Fußballclub, hat den Gönnerverein präsidiert und ist sonst viel in Würrelos unterwegs. Jetzt hat er eine höhere Stufe mit dem Kantonsratspräsidenten für ein Jahr und wir empfangen ihn hier. Empfangen. Wir fahren mit ab Buchs Bahnhof bis auf Ottelfingen. Dann gibt es eine Begrüßung für die Bevölkerung im Gemeindehaus oben und am Abend um 6 Uhr sind die glatten Gäste. Wir werden ihn natürlich auf den Zahn fühlen, ob er auch in der Politik so zielsicher ist, wie er beim Schiessen war, wie er beim Shooten war oder wie er beim Job war. Er ist ja ein grosser Unternehmer hier im Furtal mit über 100 Angestellten. Und ja, jetzt kommt etwas Neues auf ihn zu. Wir sind selber auch gespannt. Schauen Sie rein. Bis nachher, der Zug kommt glaube ich schon. Da ist auch schon der Zug, Beschraff. Komm, wir gehen hier in den Spezialwagen, das ist der Zug auf Ottelfingen. Die Landetiefpreise sind unglaublich günstig. Zum Beispiel der handliche Akkubesensauger für nur 99 Franken. Oder Bratpfanne mit Glasdeckel für nur 9 Franken 95. Top Qualität, einfach immer günstig. Jetzt bequem online bestellen auf landi.ch. Jetzt kommt der Furtal Express. Ja, der Sulzrück, der höchste Zürcher, fährt jetzt ein mit dem Sonderzug. Furtal Express, müssen wir schauen, wo er da sitzt. Haben das schon ein bisschen Verspätung? Haltest du den Zug auf, Bruno? Jetzt gehen wir führen. Ja. Ja, gut. Jetzt sind wir relativ schnell, wir fahren nicht so weit. Ja, musst du aufpassen. Ne? Wo hockt der größte, höchste Zürcher? Unten oder oben? Da vorne, gut. Ja. Unten, also mit Abend ist unten. Lokalfernsehen. Okay. Ja. Jetzt miteinander. Okay. Ja. Höhere Prominenz, hä? Aber wo ist der höchste Zürcher? Da haben wir noch. Ja, da hockt er. Grüezi, Jürg. Alles gut gegangen, 109 Stimmen. 109 Stimmen reisst dich ein bisschen zusammen. 109, Entschuldigung, von 100, von 175, hä? Ja, genau. Herzliche Gratulation. Danke vielmals, aber richtig recherchieren bitte das nächste Mal. Ich habe es hier gelesen, Online-Tool, aber ich habe es falsch im Kopf gehabt. Genau. Aber wie fühlt man sich jetzt als höchster Zürcher da und im Vorteil unten dann noch? Also wenn ich natürlich da mit so vielen Kantonsratskollegen da darf ich ins schönste Dorf vom Kanton Zürich fahren, fühle ich mich super. Aber mit der Sonne musst du noch ein bisschen arbeiten, oder? Ja, das ist, die Sonne lässt mich ein bisschen im Stich. Ich weiss nicht, ob die SVP mit dem Sünneli, ob ich zu viel Kompromiss mache gegen links und heute ein bisschen abgestraft werde. Aber ich gebe mir also Mühe, dass das wieder kehren tut. Gut, zum Politischen kommen wir nachher noch. Aber jetzt nebenzu hast du da schon die Vizepräsidentin, ist das richtig? Nein. Ich weiss, die Vizepräsidentin und der Vizepräsidenten habe ich gar nie gesehen. Die werden, denke ich, mit dem Auto kommen. Also die sind nicht da, aber den Weibel habe ich natürlich dabei, das ist das Wichtigste, oder? Genau. Ich bin noch super begleitet. Was läuft noch im Programm, was haben wir jetzt erwartet? Jetzt kommst du zu Ottelfingen an, weißt du schon, was weitergeht? Ja, jetzt steigen wir dann hier im zweiten von der Bahnhof zu Ottelfingen aus. Darum haben sie ja zwei, oder? Schön. Und nachher tun wir dort Richtung Dorfplatz auflaufen und was alles läuft, weiss ich nicht, das hat mich auch nicht interessiert. Gute Fahrt noch. Merci vielmals. Ich habe gerade noch gelesen, bei den Wahlen hat er 139 Stimmen gehabt, aber er hat schon im Ratssaal eingreifen. Was ist genau gelaufen, Herr Weibel? Ja, es hat da einen kleinen Zwischenfall gegeben mit einem Transparent, der von der Tribüne oben runtergekommen ist. Aber das haben wir ganz kurz und einfach erledigt. Ohne grosses Aufsehen. Tipptopp. Super. Jetzt sind wir schon im Bahnhof. Die Musik ist schon da, steigen raus. Sieht sehr schön aus. Ja, super. Oh. Guten Tag. Ja, danke vielmals. Danke.
anderen her. Genau. Jörg, du könntest ein Tänzchen machen jetzt, oder, mit der Gemeindepräsidentin? Wenn wir eine Musik nachlaufen. Die Tür hast du allen beseitigt, im Kantonsratssaal nicht gehört. Ja, alle beseitigt. Hast du das souverän gemacht, haben wir der Weibel gesagt? Ja, sicher, ja. Erste Handlung. Genau, erste Handhandlung. In dem Fall kannst du weitermachen. Ja, ich darf bleiben, haben sie gesagt. Super. Wie auf der Schulreise hier, oder? Durchs Dorf? Tipptopp. Wann hast du das letzte Mal gemacht, das Dorf aufgelaufen? Ja, noch nicht so lange her. Mit dem Hund bin ich letztens in der Uhr gelaufen. Aber das ist natürlich viel schöner, super, was die für mich angestellt haben da. Hast du nicht so viele Leute gehabt, so viel Musik das letzte Mal? Nein. Und hey, die Fahnen haben sie noch rausgenommen, super. Super, ja. Also, danke vielmals. Hey, Otto, für den super schöne Empfang. Genau. Hast du auch verdient? Ja, das sehen wir dann, ob ich es verdient habe. Genau. Leben zu Barbergasse. Nicht Barbergasse. Gemeinspräsident Vortelfingen. Barbara, ja. Ja. Wie bist du? Bist du zufrieden mit dem Kantonsratspräsidenten? Ja, es gibt uns Gelegenheit, mal zu zeigen, wo Vortelfingen ist. Wir haben vorhin gehört, dass viele das nicht wissen. Und ja, dass der Jörg dann unser Botschafter wird sein für ein Jahr. Genau. Schönes Dorf vom Vortal. Ja, das schönste Dorf vom Kanton Zürich. Ist das? Gut, das passt mir. Und halten wir einen darauf an, das schönste Dorf der Schweiz. Immer in Heimatschutz geschützt, auch schon ausgezeichnet worden. Genau, jawohl. Schon mal das schönste Dorf gewesen. Ich glaube 1985, im Jahr vom Heimatschutz. Lang ist es. Da sind wir stolz, ist lang her, aber wir könnten es ja wieder mal anmelden. Du kannst fragen hier, Fähnrich, Jumi. Ja. Max Schnapp, bist du hier am Ziel? Ja, bin ich hier am Ziel. Ich habe eben gehört, Jürg macht eine Zusatzrunde. Ich mache zwei Jahre. Musst du noch zwei Runden machen hier? Ja, kann ich nicht glauben. Nein, lange, hä? Nein, lange.
Darf ich auch schon einen Zuschauer kommen? Sind Sie Vottelfingen? Ja. Und die Jürgsolzer, kennen Sie wie gut? Ja. Wenn man in Vottelfingen aufgewachsen ist, kennt man gut, oder? Ja, ich bin eben nicht da aufgewachsen, ich bin zugezogen. Aber wie lange denn schon hier in Vottelfingen? Bei 30 Jahren. Ah, oh, ja gut, aber dann kennen Sie ihn gut. Ich kenne ihn schon, sind Sie ja. Stolz, dass er der höchste Zürcher ja, ist? Ja, natürlich. Natürlich, ja. Tun Sie noch auftreten heute? Nein. Nicht? Einfach Tracht angelegt, Sophie? Das finde ich ganz schön, super ja. Gut. Das Wetter hätte man noch ein bisschen besser ja, machen. Ja, genau. Aber nach dem Regen scheint die Sonne, oder? Das ist ganz klar. Und was erwartet ihr jetzt von Jürg Solzer als höchster Zürcher? Kann man etwas erwarten jetzt, politisch oder sonst ein bisschen? Ja, ich glaube, von diesen höchsten Zürchern tut man ja nicht so wahnsinnig viel erwarten. Die Regierung macht ja den Rest vom Kantonsrat und er muss einfach schauen, dass alles gut ist. Ja, super. Dann wollen Sie ihm etwas wünschen auf den Weg geben? Ja, ein gutes Jahr und viele schöne Erlebnisse. Und super, danke vielmals. Schönes Fest noch. Merci. Und Ottelfinger. Ich erlaube mir die einfache Begrüßung. Sie sind hier bei uns auf dem Land und mit uns ist der einfache und direkte Kontakt untereinander, aber auch zu Ihnen als unsere Gäste wichtig. Ottelfinger ist die kleinste Gemeinde in den letzten Jahren, die die Ehre hatte, den Kantonsratspräsident bei sich zu haben. Mindestens soweit ich das in meiner politischen Karriere kann überblicken. Aber schon nächstes Jahr wird es anders sein, gell Martin? Kuscher? Denn Stamme, was nächstes Jahr dran ist trotz Fusion, hat es nicht ganz gelangt, so ein bisschen grösser werden wie Ottelfinger. Mit unseren knapp 3000 Einwohnern sind wir nämlich gerade noch 103 mehr. Ja, Würden ist Würden. Und mit der Ehre vom Kantonsratspräsidium haben wir auch die Aufgabe übernommen, die vier hier auszurichten. Das machen wir so, wie wir das halt auf dem Dorf machen. Unser Gemeinderat ist im Einsatz als Grillmeister, als Chef der Service oder Buffetchefin. Sie erkennen Sie an den Namensgebenden hier. Und ich möchte mich bei dieser Gelegenheit ganz herzlich bedanken für euren Einsatz. Aber nicht nur für euren Einsatz, sondern auch den von den Mitgliedern des Turnvereins, von den Standschützer und der Trachtengruppe, die hier die vier auf freiwilliger Basis umrahmen. Ihr macht den heutigen Anlass zu einer gelungenen und würdigen Feier. Ich würde sagen, trotzdem Wetter. Der Jörg ist Ottelfinger von Geburt an. Etwas, das er mehr voraus hat. Und entsprechend denke ich auch nicht, dass ich wirklich den Jörg vorstellen muss, denn es gibt hier im Publikum viele, die ihn viel besser kennen als ich. Kürzlich hat mir jemand erzählt, ja, sie hat den Jörg noch als Schulbub kennt. Aber wenn Sie jetzt eine Ausbubengeschichte erwarten, dann muss ich Sie leider enttäuschen. Denn die betreffende Person hätte nicht können oder vielleicht einfach auch nicht wollen, da mit dieser Geschichte rausrücken. Ich kann Ihnen dafür etwas über die politische Laufbahn von Jörg sagen. Wir sind nämlich beide 2011 gleichzeitig im Kantonsrat gewählt worden. Es war gerade so ein bisschen die erste grüne Welle gewesen, und du, Jörg, hast mir gesagt, du wirst es jetzt wahrscheinlich gerade durchziehen und Nationalrätin werden. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt aber überhaupt keine Ambitionen gehabt, überhaupt nur einen Platz auf dieser Nationalratsliste überzukommen. Und auf dich selber bezogen hast du gesagt, du könntest dir nie vorstellen, auf dem Bock zu sitzen und so quasi vor 3 Jahren zu einem politischen neuen Mauch zu werden. Ja, inzwischen sind wir beide älter und ein bisschen weiser geworden. Und ich wünsche dir, dass du in deinem Präsidialjahr sicher einmal kannst in Vollbesetzung tagen. Auch wenn es verglichen mit heute Morgen noch ein bisschen Steigerungspotenzial hat. Du hast sicher schon mit vielen Leuten auf deine Wahl dürfen anstoßen und du wirst es auch noch mit vielen Leuten machen. Damit du und alle anderen hier von vielen Anstoßen und auch vom Trinken, wo wahrscheinlich dazugehört, nicht vergessen, was wir eigentlich heute zu feiern haben, haben wir ihr als Geschenk von der Gemeinde Ottelfinger
das auf Biergläser drucken lassen, damit ihr auch immer genommen könnt. Du hast sie sicher schon gesehen. Und sie hat auch einen Doppelnutzen. Eben, wir verwenden sie jetzt zum Ausschank. Und der Dreifachnutzen ist, dass sie alle dann auch ein Glas oder vielleicht auch zwei mit heimnehmen dürfen. Jörg, ich darf dir dein persönliches Glas da zusammen mit einer extra grossen Bierflasche überreichen. Diese Bierflasche kommt von unserer lokalen Brauerei. Und ich hoffe, dass wenn du mal eine Diskussion im Kantonsrat eben nicht mit deiner lauten Stimme kannst beenden, dann teilen wir einfach zusammen ein Bier teilen. So. Und in dem Sinne gratuliere ich dir ganz herzlich und wünsche dir ein erfolgreiches Präsidialjahr und Ihnen, geschätzte Gäste, eine ganz schöne und vielleicht noch ein bisschen trocknere Feier bei uns auf dem Dorfplatz. Liebe Ottelfingerinnen und Ottelfinger, geschätzte Gäste von weiter her, es ist mir eine außerordentliche Ehre und Freude, heute als frisch gewählter Präsident vom Kantonsrat Zürich vor Ihnen dürfen stehen. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal als höchster Zürcher eine Rede hier auf dem Gemeindeplatz halten kann. Es ist ein ganz besonderer Anlass für mich und ich freue mich sehr, heute mit euch hier in Ottelfingen zu feiern. Ottelfingen ist meine Heimat seit 62 Jahren. Es ist ein Dorf mit Charakter und ein Ort, wo ich mich sehr verbunden fühle. Ottelfingen, unser Zuhause, ist ein Ort, von wo die Geschichte von der Gemeinschaft und dem Zusammenhalt geprägt ist. Jeder von uns hat seine eigene Geschichte und Erinnerungen, die uns hier zusammenführen. Ob wir zusammen an Anlass feiern, am Dorfleben teilnehmen, durch unsere Gassen laufen oder uns im Dorf begegnen. Wir teilen eine Verbundenheit, die tief in unseren Herzen verwurzelt ist. Ottelfingen ist mehr als nur ein Ort auf der Landkarte. Ottelfingen ist ein Symbol für den Zusammenhalt von einer Gemeinschaft, wo man in guten wie auch in schlechten Zeiten füreinander da ist. Es ist darum eine grosse Ehre für mich, heute vor euch zu stehen und anschliessend mit euch dürfen zu feiern. Wir sind heute versammelt, das ist ein Abbild von der Vielfalt und der Stärke von unserem Kanton. Jung und alt, Kirche, Politik, Militär und Gericht. Jede und jeder von uns spielt eine unverzichtbare Rolle im Gefüge unserer Gesellschaft. Ich freue mich auf meine neue Aufgabe als Kantonsratspräsident, nehme sie aber auch gleichzeitig auch mit grossem Respekt in Angriff. Denn selbst wenn wir den Posten nach immerhin zwei Lehrjahren als zweiter und anschliessend als erster Vizepräsident absolviert hat, sobald man sich im Ratspräsidium im Glanz der Glocke spiegelt, sieht die Welt doch nochmal etwas anders aus. Das Parlament bietet die Bühne für eine zentrale Errungenschaft der Demokratie, Meinungsäußerungsfreiheit. Eine lebendige, starke Demokratie braucht Auseinandersetzung und den Streit. Redeverbot für Andersdenkende bringt uns auf keinen Fall weiter. In einer Demokratie entscheiden Mehrheiten, aber auf dem Weg zur Entscheidung sind auch Minderheiten wahr und ernst zu nehmen. In meiner Funktion als Kantonsratspräsident ist es mir ein wichtiges Anliegen, als Brückenbauer zu wirken. Zwischen den Landgemeinden wie Ottelfingen, den Städten und den politischen Lager, überparteilich, aber immer mit der Bereitschaft, Meinung einzubringen, sich zu engagieren und zu versuchen, unsere Gesellschaft so mitzugestalten, wie man es für richtig findet. Ich bin überaus dankbar, dass ich heute hier vor euch stehen darf. Ich bin total überwältigt, das muss ich ehrlich sagen, über die vier. Mein allerherzlichster Dank geht darum an die Gemeinde Ottelfingen, an Barbara Schaffner als Gemeindepräsidentin, an den gesamten Gemeinderat und ihrem Team und den ganz vielen Helferinnen und Helfer, die das grossartige Fest für mich organisiert haben. Danke vielmals. Ich bin stolz darauf,
dass ich Ottelfingen während meinem Amtsjahr als Botschafter vertreten darf und bei allen repräsentativen Anlässen sowie dem Netzwerk weit über das Vorteil und den Kanton Zürich heraus bekannt machen kann. Jetzt ist aber fertig gepredigt. Ihr könnt aufschnaufen. Lasst uns jetzt zusammen anstoßen auf Ottelfingen und seine Bürgerinnen und Bürger, auf den Kanton Zürich und auf die Zukunft. Zum Wohl auf euch alle. Vielen Dank, dass ihr alle da seid und mit mir hier zusammen feiert. Danke. Jetzt ist es noch üblich, ich als Kantonsratspräsident darf ja immer im Jahr, wo ich bin, ein Geschenk machen, das man manchmal den Leuten gibt, wo wir begrüßen, die zu uns ins Ratshaus kommen und so. Und Barbara, ich möchte dir als erstes mein Präsidialjahrgeschenk geben. Ihr seht es da, du kannst es sonst noch schnell auspacken. Wir sind hier im Vorteil. Wir haben die Strafanstalt und ihr kennt alle, in der Strafanstalt gibt es ja den Einstein, den Vogel oder wie man im Männer sagt, Knastvogel. Und ich habe gefunden, wenn wir schon im Vorteil sind und so Feuer machen, dann mache ich für mein Präsidialjahr einen Knastvogel machen lassen von der Strafanstalt Böschwies. Und sie haben für mich das gemacht, so einen kleinen Vogel. Und das tue ich dir überreichen als Ernst. Genau, und ich kann einfach wählen, dass das im Portal bleibt. Ich bin auch dran, zum Aufträgen, die wir machen in einem Jahr, dass ich das wirklich im Portal mache und so auch können, das Gewerbevölkerung da wirklich können, jawohl, Aufträge können geben. Du kommst mein erster Knastvogel über, ich sage dir jetzt so, und ich hoffe, es bleibt eine Erinnerung. Und danke vielmals nochmal an euch alle, dass ihr gekommen seid bei diesem Scheisswetter. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Aber ich bin wirklich überwältigt, dass ihr so viele gekommen seid. Danke vielmals. Wir sind ein bisschen abgestimmt auf dich. Wir haben hier ein bisschen runde Tischli. Das erste Lied, das wir euch werden singen, ist «Am Jodlertisch». Schade bei dem Wetter, aber wenn wir jetzt singen, hört es wahrscheinlich dann gerade auf. Das zweite Lied, weil der Jürgen Öpper gerne ins Restaurant geht, wir haben keine Sterne in Ottelfingen, aber es heisst einfach so, lasst euch überraschen. Und das dritte Lied, das wir dann werden singen, weil der Jürgen so verwurzelt ist zu seiner Heimat zu Ottelfingen, haben wir ein ganz schönes Lied ausgewählt, das heisst dann «Daheim». Ich wünsche euch viel Vergnügen mit dem Jodelclub Altberg. Wenn Jodler Wir sind am Schluss von der Sendung von der grossen Wahlfeier vom Kantonsratspräsident Jürg Sulzer aus dem Vorteil. Die Leute sind alle gegangen. Wir machen aber einen zweiten Teil. Wir zeigen dann noch die Wahlfeier für die glatten Gäste, einen Haufen Politiker, die dann oben im Schulhaus Zottelfingen wird stattfinden. Fürs Erste sage ich Tschüss und bis der zweite Teil kommt. Die Lande Tiefpreis-Hits, unglaublich günstig. Zum Beispiel der handliche Akkubesensauger für nur 99 Franken. Oder die Bratpfanne mit Glasdeckel für nur 9 Franken 95. Top Qualität, einfach immer günstig. Jetzt bequem online bestellen auf landi.ch.